Assalamu alaikum. Das Sprechen am Tag Jumu'ah bzw. während der Imam die Khutbah hält, ist den meisten bekannt eine nicht, keine löbliche Handlung. Und in diesem Kontext wurden auch die Verse offenbart in der Aussage Allah Ta'alas: Wa idha quri al-Qur'anu. Und wenn der Koran verlesen wird, dann hört ihm zu, horcht ihm zu und seid schweigsam. Die Mehrheit der Mufassirun sind der Auffassung, dass dieser Vers wegen der Khutbah oder in Bezug auf die Khutbah des Jumu'ah offenbart wurde. Und die Khutbah des Jumu'ah wird als Koran bezeichnet, weil darin der Koran verlesen wird. Wie in etwa auch das Salat al-Jum'ah metaphorisch als, ich meine, das Salat al-Fajr metaphorisch als Koran al-Fajr bezeichnet wird, weil darin der Koran verlesen wird. Allah Ta'ala sagt: Wa Koran al-Fajr. Inna Koran al-Fajri kana mashhuda. Und der Koran des Fajr, yani das Salat al-Fajr, bei den Versen, in dem es um einige Gebetszeiten geht. Jedenfalls ist also das Sprechen während der Khutbah nicht legitim. Es gibt aber Ausnahmen, wo das entweder Mubah ist, das heißt, es ist erlaubt, beziehungsweise es kann auch verpflichtend sein. Grundsätzlich kennen wir wahrscheinlich auch den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in den Sahihain: Man qala li akhihi yawm al-jum'ati uskut oder ansit faqad lagha. Wer am Tag des Jum'a zu seinem Bruder sagt, sei still, schweig, der hat geschwätzt. Die Ausnahmen sind folgende: Erstens, im Falle eines triftigen Grundes, wie zum Beispiel, wenn jemand etwas übersieht oder ein Blinder und er läuft Gefahr aus, zu stürzen oder sonst was, läuft eine Gefahr aus, dann ist es verpflichtend, ihn zu warnen. Die zweite Ausnahme ist, wenn man den Imam nicht hören kann, das heißt, wenn man so weit weg sitzt von ihm, dass man ihn nicht hören kann, in diesem Falle ist man ebenfalls nicht dazu verpflichtet zu schweigen, denn man ist ja nicht verpflichtet zu lauschen, ihm zuzuhören, da man ihn gar nicht, ja, akustisch gar nicht wahrnehmen kann. Die dritte Ausnahme ist in der Pause, also in dieser Sitzung des Imams zwischen den zwei Khutab, weil er da ebenfalls nicht spricht. Viertens, den Imam anzusprechen. Das heißt, das Ansprechen des Imams selbst ist vom Verbot ausgenommen, wenn jemand den Imam anspricht, während er die Khutba hält. Es wird überliefert, dass ein Mann eintrat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Freitagspredigt hielt, und er fragte ihn: Mata as-sa'a, wann ist die Stunde? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete nicht, und die Anwesenden machten Andeutungen, dass er schweigen soll. Und er wiederholte die Frage ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und beim dritten Mal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Was hast du für die Stunde vorbereitet? Und er sagte: Hubballahi wa Rasulihi, die Liebe des Gesandten, oder die Liebe Allahs und seines Gesandten. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Mensch wird mit dem sein, mit denen sein, die er liebt. Das ist bei Al-Bayhaqi überliefert. Interessanterweise ein pädagogischer Aspekt in diesem Hadith, ein erzieherischer Aspekt in dem Hadith, dass der Mensch sich nicht mit Fragen
beschäftigen sollte, die nicht von Relevanz sind, beziehungsweise die nicht prioritär sind für ihn. Denn die Frage, wann die Stunde eintrifft, also der zeitliche Aspekt, ist nicht so wichtig für mich wie die Frage, was ich denn dafür vorbereitet habe. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm nicht auf seine Frage geantwortet. Er hat ihn aber auf eine indirekte Art und Weise dargelegt, wie die Frage besser gestellt und formuliert wäre. Das ist eine Ausnahme, ich glaube, das heißt Nummer 4. Fünftens, wenn der Imam jemanden anspricht, dann natürlich auch. Das wird auch überliefert im Sahih, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann ansprach, der in die Moschee eintrat und sich hinsaß und ihn fragte, ob er denn diese zwei Einheiten gebetet hat, die man zur Begrüßung bzw. beim Eintritt der Moschee verrichtet. Ebenfalls ist ausgenommen das Sprechen des Amin beim Dua oder die Segenswünsche des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn der Imam das erwähnt, oder das Loben Allah Ta'alas beim Niesen, beziehungsweise die Erwiderung des Hamd, wenn jemand niest, und ebenfalls der Raddus Salam, das Erwidern des Grußes, was aber alles leise, leise stattfinden sollte, damit man die umgebenden Menschen nicht damit belästigt. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم.